Diese B-Serie hatte einfach unfassbare Momente. Und auch Momente, die ja auch verdient waren. Das war nicht so irgendwie ermogelt oder irgendwie durch Zufall und Glück und Stolper. Nein, das fühlte ich auch bei den Zuschauern. Die waren stolz. Der FC St. Pauli stand kurz vor der Insolvenz. Die Situation finanziell war katastrophal und hat sich noch mal verschärft im Jahr 2005. Masingo bei McPhail. Und in der Mitte, Luz, Tor! Flugkopfball gegen den Nationalverteidiger Arne Friedrich. Und dann der Mann als Überflieger. Wir haben uns immer gerne so als Haufen bezeichnet. Ein Haufen von Gescheiterten und von so irgendwie so Halbtalentierten. Sich bewusst zu machen, dass man da sowas erlebt hat, wo die Leute Jahrzehnte später noch drüber reden. Ich glaube, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das nimmst du mit ins Grab. Ist es kein Trauermarsch, der beim FC St. Pauli gespielt wird. Denn die Unterstützung für den abgestiegenen Zweitligisten ist überwältigend. In langen Schlangen standen die Fans heute zum Auftakt des Dauerkartenverkaufs. Unterstützung findet der Verein auch bei Prominenten. Unter anderem verkauften Lilo Wanders und Bela B. von den Ärzten, was das Zeug hielt. Die Retterkampagne war extrem erfolgreich, ja. Aber da muss man ja auch sehen, wie viel, da hat ein ganzer Stadtteil für den Verein gearbeitet. Da haben hier Polizisten am Stadion T-Shirts verkauft. Uwe Seeler ist gekommen, Ole von Beust ist gekommen. So erstand auch Ole von Beust sein Weltpokalsieger-Besieger-Retter-T-Shirt für 50 Euro aus seiner Privatschatulle. Ich weiß noch, Schlager-Move mit lustigen rosa Retter-Shirts auf dem Wagen gewesen und jede Aktion eigentlich mitgemacht, um irgendwie irgendwo ein bisschen Kohle reinzukriegen. Es war schon bewusst, dass der Verein kurz davor war, von der Fußballlandkarte auch zu verschwinden. Wir haben aus Neuseeland, aus Australien, aus aller Welt Unterstützung bekommen. Jetzt also Dauerkartenverkauf und die vielen Aktionen ist super. Heute habe ich mit Uli Hoeneß telefoniert. Am 12.07. wird hier das Spiel stattfinden gegen den FC Bayern München. Bayern kommt sogar umsonst, um St. Pauli zu retten. Oberretter Hoeneß, eine wahre Freude für Präsident Littmann. Bayern schreibt, um St. Pauli zu retten. Und Bayern kauft sogar, um den FC St. Pauli zu retten. Wie viel haben Sie jetzt davon bestellt? 50 Stück mal. Alles für den guten Zweck. 200.000 Euro für Präsident Littmann und seinen klammen FC St. Pauli. Die Bayern vergessen sogar ihre Kleiderordnung, um zu retten. Uli Hoeneß wirbt fürs offizielle Retter-T-Shirt, mit dem der Club bislang 700.000 Euro sammelte. Einfach unglaublich. Es war wirklich sehr dramatisch damals. Und wir haben natürlich versucht, an allen möglichen Ecken und Enden zu sparen, soweit es ging, oder Einnahmen eben zu tätigen. Aber wir haben buchstäblich da jeden Cent umdrehen müssen. Der Verein war mehrfach pleite. Das war ein Auf und Ab seit 2002, also seit dem Abstieg aus der zweiten Liga, krebste der Verein am Rande der Insolvenz. Der Gerichtsvollzieher war mehrfach auf der Geschäftsstelle. Wir kannten uns schon. Es gab auch nichts mehr mitzunehmen. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Finanzamt getroffen. Sollten wir Sondererlöse erzielen aus dem DFB-Pokal, dann müssten die sofort ans Finanzamt abgeführt werden. Diese Mannschaft soll den Aufstieg in die zweite Liga schaffen. 20 Feldspieler und 2 Torhüter. Ein kleiner Kader, der Trainer Andreas Bergmann zur Verfügung steht. Dennoch ist er nicht unzufrieden, vor allem dank der Neuzugänge in seinem Team. 2,4 Millionen Euro hat der FC St. Pauli in dieser Saison für das Team zur Verfügung.
Ich habe vorher bei Holstein Kiel 2 gespielt, bin hier mehr oder weniger nur in den Kader reingerutscht, weil da irgendwo noch ein Platz frei war und Troller mich ganz gut kannte und gesagt hat, den können wir dazu nehmen, das funktioniert. Und dass die finanzielle Lage jetzt nicht so besonders gut ist, das habe ich allein an meinem Vertrag gemerkt. Aber das war uns allen bewusst und da gab es schon viele Fragezeichen, was so die kurzfristige und mittelfristige Zukunft angeht. Aber wenn du dann auf dem Platz bist beim Training und beim Spiel, dann beschäftigst du dich damit eigentlich nicht. Das war schon ein bisschen besonders. Ich glaube, dass es der Freitag war und ich Frank Frechner getroffen hatte und der nochmal sagen, ihr müsst morgen, das muss klappen. Und dann hat er so angedeutet, dass es wirtschaftlich wieder wirklich sehr, sehr schwer wird und auch schon mit den Gehältern Fragezeichen da sind. Ich war auch zum Beispiel derjenige, der dem Trainer gesagt hat, er möge doch bitte nicht kurz vor Schluss noch neue Spieler einwechseln, die einen Prämienanspruch dadurch erwirken, weil wir auch diese Prämien einsparen müssten. Burghausen in den dunklen Trikots, St. Pauli, der Drittligist, mit der ersten Duftmarke. Der lange Ball von Eger, Luz verlängert und Sebastian Wojcik. St. Pauli-Coach Andreas Bergmann konnte mit dem Auftakt seiner Mannschaft zufrieden sein. Šubetice. Ball von Herzig, Šubetice, der wird doch nicht, doch der wird, der Ball im Tor. 1:0 für St. Pauli nach diesem Schuss des Georgias Klicha, Šubetice. Es kam immer durch, wir müssen jetzt noch eine Runde weiterkommen, dass der Verein mehr Geld bekommt, dass wir entschuldet werden. Das hatten viele Spieler auch auf dem Schirm, also auch sehr verantwortungsvoll. Also die haben daran gedacht, wir können mit diesem Pokal vielleicht auch insgesamt dem Verein helfen. Und wieder Šubetice, über den ganz viel lief. Tony Port, der für Wojcik im Spiel war. Tony Port, das 2:0 in der 78. Minute. Dann Freistoß Burghausen, 2 Minuten nach dem 2:0. Michael Wiesinger und der Anschlusstreffer durch den 32-Jährigen. Nur noch 2:1. Burghausen aber auch erst jetzt mit dem Glauben an die Wende. Kneißl, Hollerith und Krejci mit dem 2:2 in der 82. Minute. Das gibt es eben nur im Pokal. 2:2 nach 90 Minuten. Der verletzte Rückkehrer Thomas Megle therapiert seine Kollegen. Ida Tornipot gegen Kneißl. Tony Port und Felix Luz, das 3:2 mit allerletzter Kraft erzielt. Der Rest Jubel und Ekstase am Millerntor. Wir wollen noch mal eine Runde weiterkommen. Vielleicht ist wieder ein Zweitligist oder so, wo wir vielleicht schlagen könnten. Das wäre auch nicht schlecht. Und dann kommt eine Euphorie auf. Dann kann man vielleicht mal ein bisschen weiterkommen als nur erste oder zweite Runde. Spells von AC/DC, das ist natürlich Kult, aber die Fassade bröckelt so langsam am Millerntor. Das Stadion etwas für Romantiker, aber ziemlich marode. Die Finanzen nah am Existenzminimum. Wir hatten Abendspiele, wo das Flutlicht erst 5 bis 10 Minuten vor Spielbeginn wirklich erst zu 100% anging. Und wir haben uns natürlich beschwert. Jedes Flutlichtspiel kostete etwa um die 1000 Euro. Und das war so viel Geld, dass wir es sparen mussten. Da kommt natürlich jedes DFB-Pokalspiel daher wie ein echter Segen. St. Pauli mit einer unerfahrenen Rasselbande am Start. Bochum kam überhaupt nicht aus dem Quark. St. Pauli immer wieder direkt und schon hieß es 1:0. Ganze 9 Minuten hatte es gedauert, da hatte er getroffen, der Masingu Dincey. Wir zeigen Ihnen nur St. Pauli-Chancen, weil es nur eine für Bochum gab im ersten Durchgang. Die Braunen dagegen immer einen Tick schneller. Das 2:0 durch Lutz nach 39 Minuten war schlicht und einfach logisch. Es war so ein Spiel, da merkst du schon von der ersten Minute, hupp, heute läuft's. Darüber hinaus war, glaube ich, fast jeder Schuss ein Treffer. Ich meine, wenn selbst Florian Lechner trifft, dann heißt das schon einiges. Zweiter Durchgang, kein Wechsel bei beiden und das Spiel unverändert.
Nochmal zur Verdeutlichung, die Blauen sind der Zweitligist. Ungeschlagen mit nur 5 Gegentoren in dieser Saison. Bis heute Abend. Lechner, 56. 3:0 St. Pauli. Typisch für Bochum, sie ließen St. Pauli Raum und Zeit. Und die Hamburger nahmen immer wieder gerne an. 4:0 Schubitice. Erdbebenähnliche Zustände am Müller-Tor. Da merkte man auch, dass es bei den Zuschauern schon überschwappte, weil man hatte nicht die allerbeste sportliche Zeit hinter sich. Diese Abstiege, dann das erste Jahr in der Regionalliga mit dem Fastabstieg. Und auf einmal kam dieses Sportliche wieder, dass man mithalten konnte, dass man gute Mannschaften schlagen konnte. Und sie waren ja ein Teil davon, das muss man einfach mal sagen. You're running. St. Pauli, big up! This is the original Pokal Finale, presented by Benny Adrian and Marcel Igas. Auf der Straße, on the street, der Reeperbahn, an der Reeperbahn, you know. Da traf ich eine Frau und sie kam aus Burghausen. Dieser Song, ja, Pokalfinale auf die Melodie von Mendocino, der ist ja von den Fans da noch die Singing Area und so weiter. Es war ja noch die Gegengerade da, Block 1, 2 und so. Ja, hat man dann schon auch auf den Rängen gehört und irgendwie so, witziger Song. Wir Spieler haben dann ja häufig auch nach dem Spiel noch ein bisschen länger auf dem Platz gefeiert. Damals war es ja auch noch möglich, dann ins Viertel reinzugehen, ob es dann ins Tippel war oder in die Pause oder so. Und irgendwo hat sich das so hochgeschaukelt. Man hat dann am nächsten Tag auch immer noch Training. Dann trällerte jeder das so ein bisschen vor sich hin. Alle wollen mit uns feiern, spielen kein Lotto und wir haben kein Geld. Wir sind der geilste Club der Welt. Das erste Bild, was ich damit verknüpfe, ist, dass Benny Adrian und Marcel Eger beide verletzt waren und was macht man, wenn man eine Langeweile hat? Ne? Zweiter Bildungsweg. Benny und ich waren eben ein Jahr davor oder in der Winterpause 2004, 2005 waren wir dann eben auch auf Jamaika gemeinsam und irgendwie hat das dann so gepasst, ja, auch vom Rhythmus und von den ganzen Harmonien. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben uns dann erstmal inspirieren lassen. Und haben dann eine sogenannte Sportzigarette geraucht und dann ein Glas Wein getrunken, einen Text geschrieben und haben den dann eingesungen, ja. Die alte Dame, die Karl Hertha, you know. Aus West-Berlin. From West-Berlin. Andi Bergmann hat damals gesagt, klar, wir gehen jetzt raus, die müssen die erstmal gewinnen. Das war so wie das ganze Motto, weil die sind es gewohnt, in großen Stadien zu spielen. Die sind es aber nicht gewohnt, hier in den alten Kabinen sich umzuziehen, da rauszugehen und vor 20.000 bescheuerten Fans sozusagen, ja, hier durch die Hölle zu gehen. Wenn ich wirklich in meiner ganzen Karriere hier einmal wirklich ein Müller-Tor-Roar und wirklich dieses Ächzen und Krächzen im Stadion gehört habe, dann bei dem Spiel. Ausverkauftes Haus. Falco Götz und sein Team von der Spielanlage her natürlich überlegen. Der Bundesliga-Fünfte besser kombinierend. Arne Friedrich, Pantelic, Tor! Der lange Lauf hinüber zu seinem Trainer, zu Falco Götz. Ich
Flügelwechsel. Aus der Viererkette aufgerückt. Lechner schaltet sich immer wieder offensiv ein. Und da ist Luz. Toller Kopfball. So hat er im Pokal gegen den damaligen Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum getroffen beim 4:0 Erfolg, als St. Pauli weiterkam. Tolle Stimmung. Cairo, Joy, der Amerikaner inzwischen wieder hinten. Aber hier dupiert von Cairo. Pantelic lässt laufen. Gilberto, Tor. Weiß ich wie heute noch, dass ich auf dem Spielfeld stand und zu Hauke sagte, tja, ist halt erste Liga. Ist nochmal ein anderer Schnack. So, und spätestens mit dem Anschlusstreffer von Jimmy damals, da wusstest du, ja, hier kann auch wieder was gehen. Morena, Masengo, Tor! In der Halbzeit gab es dann doch eine ordentliche Ansage. O-Ton, warum habt ihr den Ködel in der Hose? Warum macht ihr nicht das, was ihr davor gemacht habt? Nur weil da jetzt ein Erstligist ist? Wo seid ihr? Mensch, tut doch was, da geht hier was. Hier ist so viel möglich für euch. Die Schlussphase. Nochmal Eckstoß. Standards sind gefährlich bei Pauli. Ich habe gewusst, ich habe es irgendwie gespürt im Spiel, ich krieg noch eine Chance. Ich krieg noch eine Flanke von irgendeinem, von Florian Lechner oder ein Eckball kommt noch. Und wenn ich die Chance bekomme, dann werde ich sie nutzen. Masengo beim Eckball. Und in der Mitte, los, Tor! Das gibt's doch nicht! So kurz vor dem Ende wird der Einsatz belohnt. Gegen den Nationalverteidiger Arne Friedrich und dann der Mann als Überflieger. Und anschließend als Massagepatient, denn es geht in die Verlängerung. Freistoß Marcelinho, Torentfernung knapp 30 Meter, Drei-Mann-Mauer. Marcelinho, jeder hatte mal eine Adduktoren in den hinteren Oberschenkel. Jeder hatte Krämpfe und hat sich so irgendwie durchgeboxt. Ich lag dann noch am Boden und habe meinen hinteren Oberschenkelkrampf versucht so rauszudrücken und fange dann wieder an zu gehen und fange an zu hinken und sehe den Ball so fliegen. Und dann habe ich nur gesehen, Felix. Und dann guckt er so hoch und legt den Ball ab. Lechner, Tor! Das ist dann für mich das Bild schlechthin, wo Flo diesen Strahl da noch reinhaut zum 3-3. Und wie er da abgeht. Also, ich glaube, der hat den ganzen Lastwagen weggezogen. So ist er da losmarschiert. Ich glaube, so viel Adrenalin hatte ich noch nie im Körper. Alle sind auf mich draufgesprungen und eigentlich konnte ich mich gar nicht mehr freuen. Ich habe nur gesagt, lass mich raus, ich habe Krämpfe. Er hat es mir auch schon mindestens 50 Mal erzählt. Also, er behauptet immer noch, er hätte davor Krämpfe gehabt, ne, was er dann auch für seine mangelnde Fitness sprechen würde. Aber er hat sich dann noch in letzter, er wird es euch selber auch erzählen, ne, mit letzter Kraft zum Ball geschleppt und reingeschossen und dann beim Jubeln, ganz Körperkrampf, alle auf mir drauf und ich konnte nicht mehr und hier und da. Ja, war ein geiles Ding auf jeden Fall, der Schuss. Das muss ich dann auch neidlos anerkennen. 3:3, wer hat jetzt noch die Kraft? Wer hat noch die Courage für den zehrenden Endspurt? Die zweite Halbzeit der Verlängerung. Konzentration. Zelentic. Tor zum 4:3. Palikuća. Da
da entlädt sich dann auch irgendwie alles. Da lagen wir schon wieder zurück, es war Verlängerung, eigentlich konnten wir auch nicht mehr wirklich. Und haben dann nochmal alle Kräfte und jeden Mut zusammengenommen. Und ja, es ist schon geil, ist ein geiles Gefühl, kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das Spiel ist immer noch nicht vorbei, Eckball, Marcelinho, Boateng, Pfosten! Glück hat nur der Tüchtige. An diesem Abend stimmt dieser Satz. Und dann ist es vorbei. Und es gibt kein Halten mehr. Es sind Abende wie dieser, an denen die großen Fußballgeschichten für die Nachwelt geschrieben werden. Ein Drama, bei dem Hertha nur die Rolle des Verlierers bleibt. Wir sind schwer reingekommen. Ich selbst auch war sehr unzufrieden am Anfang. Und je länger das Spiel dauerte, umso besser sind wir reingekommen. Wir sind reingekommen. Neben mir saß der erste Bürgermeister Ole van Beust. Ole van Beust hat dieses Spiel miterlebt in einer Begeisterung und Euphorie, die ich ihm nie zugetraut hätte, weil irgendwann so in der Verlängerung stand er dann auf und hat laut St. Pauli gerufen. Aber was das Wichtigste war eigentlich an diesem Besuch war, dass er mitbekommen hat, der FC St. Pauli kann nicht verpflanzt werden nach Stelling. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und das war eigentlich ein Anstoß dazu, dass die Stadt eingesehen hat, wir brauchen ein neues Stadion. Fahren jedes Jahr zum Pokalfinale. Als wir klopfen wir an. Und dann kommst du mit zum Pokalfinale. Die Platzkommission schaut sich schon zum dritten Mal den Rasen an. Schiedsrichter Felix Brüch will spielen lassen. Werder-Manager Klaus Allofs versucht ihn mit allen Mitteln davon abzubringen. Wir haben hier morgens trainiert und das war eine absolute Vollkatastrophe. Das war reines Eis mit ein bisschen Schnee drauf und wir dann nur, ja komm, kriegen wir schon frei, bis heute Abend läuft. Damals strömten dann alle Geschäftsstellenmitarbeiter mit Schneeschiebern aus der Geschäftsstelle raus. Das waren jetzt nicht so viele, aber haben versucht, noch schnell irgendwie den Platz zu präparieren, während dann Dr. Felix Brüch mit der Bremer Delegation kam. Und die waren dann kaum von der Anlage runter, da haben die Schneeschipper wieder zur Seite gelegt, haben noch ein bisschen zu Ende trainiert und dann fing es auch wieder an zu schneien. Und dementsprechend sah abends der Platz aus. Informationsquelle Videotext damals. Drei. Da stand irgendwann das Spiel findet statt. Dann dachte ich, geh mal duschen und fahr mal hin und spiel das Spiel mal. Ankunft der Mannschaft aus Bremen. Die Spieler denken so wie ihre Vorgesetzten. Warum müssen wir Stars auf so einem gefrorenen Acker spielen? Ja, der Schiedsrichter hat damals diesen Satz gesagt, ist ein Freiluftsport, wir spielen. Ist kein Platz für Fußballästheten, wie es die Bremer sind. Was sagen Sie dazu? Ja, spielt aber keine Rolle. Sie waren aber vorhin bei der Begehung des Platzes offenbar etwas ungehalten, weil Sie Sorge haben um Ihre Nationalspieler. Wie groß ist die? Ich habe Sorge um die 22 Spieler, die das Spiel beginnen. Die Diskussionen gehen weiter und deshalb gleich die bange Frage nach unten zu Andreas Keckel. Kann gespielt werden? Wie sieht's unten aus? Hier oben, das ist seifig, das ist weich und darunter ist es wirklich knallehart. Aber wer hat gesagt, dass Fußball immer Spaß machen muss? Der Schiedsrichter hat so entschieden und hier habe ich den Mann, herzlich willkommen, Kai Schlatermund, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Möglichkeit bestand, heute anzupfeifen. Sie sind Landschaftsgärtner. Was haben Sie getan? Was haben Sie getan für diesen Platz? Ja, richtig. Guten Abend erstmal. Also wir haben alles Menschenmögliche versucht, den Platz bespielbar zu machen. Hatten bis heute Nachmittag keinen Schnee drauf. Der Platz war sehr gefroren, sehr uneben. Wir haben mit einer Spezialmischung aus Kali-Magnesia den Platz angetaut, gewalzt, geebnet, die Torräume nochmal schön egalisiert, mit geheiztem Sand gearbeitet, mit geheiztem Boden gearbeitet in den Torräumen und alle Unebenheiten versuchen auszugleichen. Und soeben sind die Spieler vom FC St. Pauli auch auf den Platz gekommen, machen sich warm. Wir sehen hier gerade Felix Lust, der Stürmer, der tauscht ständig seine Schuhe aus. Vielleicht kann die Kamera das einmal zeigen. Der muss ständig seine Schuhe tauschen, weil wirklich keiner genau weiß, wie ist der Boden wirklich. Jetzt nimmt er wieder Nockenschuhe, also ein Abenteuer. Ich habe alles ausprobiert. Eisenstollen, Korkstollen, Tausendfüßler. Haben Sie denn vernünftiges Schuhwerk überhaupt für solch einen Platz im Koffer? Ich glaube, für so einen Platz gibt es kein vernünftiges Schuhwerk. Man kann nur versuchen, irgendwo klarzukommen. Das
merkst du ja schon beim Auflaufen. Wir alle mit Schaum vorm Mund und einfach mit dieser riesen Chance und mega Bock aufs Spiel. Und die anderen, und das verdenke ich denen auch überhaupt nicht, gucken nur runter auf den Platz und denken sich, was mache ich hier? Und den Bremern war auch klar, dass sie an dem Tag eben keinen Vorteil haben, sondern eher einen Nachteil. Jetzt geht's los mit dem Fußballgottesdienst. Hier ging es heute den ganzen Tag zu wie auf dem türkischen Basar. Da wurde gefeilscht, gestritten. Große Zufriedenheit beim FC St. Pauli, aber Werner dagegen zornig. Wir haben einfach für uns einfach gesagt, egal, wenn wir spielen, dann ja, dann gehen wir raus. Na, dann nehmen wir diese Bedingungen an und hauen uns voll rein. Andi Bergmann hat es auch gesagt, egal was passiert, ob angepfiffen wird oder nicht, wenn die heute kommen, hier geht keiner Leben raus. Schulz. Jetzt kommt wieder Lechner. Der hat ja viel Spielraum auf der rechten Seite. Ist doch gar nicht von den Bremern registriert worden, was er alles macht. Aufgepasst. 1-0 Pauli. Da findet keiner Halt. Masindu ist ein technisch beschlagener Fußballer, der weiß, mit so einer Vorlage was zu machen. Frings. Borowski. Jetzt aber. Da ist es. Jean Micou. Der SV Werder kombiniert, lässt den Ball laufen und es klappt. 1:1. Durch den großen Künstler. Also Pause in Hamburg im Stadtteil St. Pauli. Letztendlich um 16.30 Uhr ist dann gesagt worden, wir spielen. Herr Lehtmann kriegt gerade einen Anruf, aber das macht dieses im Günter Netzer auch schon passiert. Ja. Ich will da auch nur zu sagen, das ist wie beim Elfmeter. Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist Elfmeter. Wenn der Schiedsrichter sagt, es wird gespielt, dann wird gespielt. Der Schiedsrichter und die Platzkommission haben gesagt, es wird gespielt. Also, ich glaube, jetzt müssen Sie rangehen. Nee, ich muss nicht rangehen. Nächster Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Dieses Handy hatte ich erst 2-3 Tage vorher bekommen. Und ich wusste nicht, wie das ausgeht. Also ich habe da mit rumgefummelt. Und eigentlich in aller Gelassenheit. Klaus Allofs bekam einen immer dickeren Hals. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wir wollen. Wenn wir Spaß haben wollen, dann müssen wir das hier so machen. Oder wenn wir seriös Fußball spielen wollen, dann dürfen wir es nicht machen. Das ist ganz einfach. Ja. Ja. Immer mit der Ruhe. Ich würde sagen, wir sehen ein Fußballspiel unter schwierigen Bedingungen. Wir sehen das ist ein Spaßspiel. Nee, wir sehen hier FC, rutschen die Leute durch die Gegend und können sich verletzen. Nee, ich finde, wir sehen FC St. Pauli, der ausgesprochen und? Gut ja. spielt. Und nee, hat auch St. Pauli ein Problem da drauf. Ja, alles habe ich. Vielleicht alles machen Sie es jetzt kurz aus, dann können wir noch ein bisschen weiter. So, jetzt ist es aus. Wunderbar. Was mich in dem Spiel tatsächlich irritiert hat, war, dass Felix Brüch mit den ganzen Bremen-Spielern per Du war. So, ja, ich weiß noch, dass er zu Borowski sagte, Tim, beruhig dich. Boah, halt die Fresse, Gunnisch, hau ab hier. Tim, wir machen das. Da war ich immer, wie ist das denn hier? Irgendwie zweierlei Maß oder was? Oder? So, St. Pauli kommt jetzt. Bald Schulz. Reinke war da nicht dran. Morena. Der Ball ist drin und das Tor wird gegeben. Fabian Boll. Was ist das hier eigentlich, wird sich Thomas Schaaf denken. Borowski hat eigentlich permanent gemeckert und geheult, dass das ein Skandal ist. Und dann hat er immer wieder den Schnee und wieder so weggefeuert. Und bei uns natürlich, jeder ist in jeden Zweikampf gegangen, wie wenn es der letzte gewesen wäre. Ob man sich was gebrochen hätte oder nicht, hatten wir damals gesagt, ja, passiert. Und damals war dann auch schon in den Köpfen, was das mit dem ganzen Verein gemacht hätte. Weil mit diesem Spiel waren, glaube ich, schon die ersten
500.000 Euro möglich. Diese finanzielle Situation, klar ist es dann mal immer wieder in der Presse Thema gewesen, die war für uns nicht das Entscheidende. Also wir haben uns auf die Spiele gefreut, wir hatten Bock darauf, im DFB-Pokal weiterzukommen, wir hatten die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Also bei allem Respekt, da interessiert mich dann die Rettung des Vereins relativ wenig. Ian Joy, immer stärker, Masingu, Masingu! Da trudelt der Ball hinein, Timo Schulz, 3:1. Jetzt ist hier Partystimmung. Schulz macht ein großes Spiel. Das ist das Größte, das ist das Beste, was dieser Verein je erlebt hat. Ja, ist einfach ein Wahnsinn, was hier los ist. Ich glaube, diese Atmosphäre. Jetzt wird er umringt hier. Ich sage, was hier los ist am Millerntor. Wir wussten, dass wir es schaffen können. Und ja, das Wunder ist wahr geworden. Das Spiel war wirklich der Moment, wo dann auch wirklich Vizepräsident Marco Schulz für die Finanzen zuständig über den Platz hüpfte und sagte, wir sind schuldenfrei, das waren die einzigen Worte, die er in Dauerschleife wiederholt hat. Wir hatten schon nach Bochum gesagt, es gibt keine Steigerung mehr, da kam Hertha und jetzt Bremen. Ich kann nur sagen, das nächste B bitte. Die Bundesregierung schafft die Feiertage ab und wir machen unsere Feiertage selber hier am Millerntor. In Liebe für immer und ewig, Werder Bremen. Listen to this now. Wir haben 4 Kugeln für das Halbfinale. Da befinden sich 3 Bundesligisten und St. Pauli als Regionalligist dabei. St. Pauli hat auf jeden Fall Heimrecht. Jetzt wird es langsam unruhig auf der Tribüne. Pauli, die ganze Mannschaft. Und da sind wir schon. FC St. Pauli. Der FC St. Pauli. Du sitzt da jede Runde und sagst Bayern, Bayern, Bayern. Ne? So als Drittligist denkst du, komm, richtig geil. Und dann sitzt du das erste Mal davor und denkst, jetzt nicht Bayern, jetzt nicht Bayern. Jetzt Frankfurt, Bielefeld, beide im Abstiegskampf. Also die waren für uns wie gemacht eigentlich. Und dann wären wir nach Berlin gefahren. Also wie geil wäre das denn gewesen? Also als Spieler nach Berlin auf dem Feld, das... Das wäre das i-Tüpfelchen für uns alle gewesen. Schön. Auf. 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 FC Bayern München. Auf den FC Bayern München. Herr Littmann, FC Bayern, ist das ein genehmes Los? Wir sind gute Freunde geworden. Akzeptabel? In den letzten Jahren. Würden Sie noch mal drüber nachdenken, eventuell fürs Halbfinale dann die AOL-Arena umzuziehen? Nein, unter Nein. keinen Umständen. Gespielt wir wird bleiben am Millerntor. Ich will nicht sagen, dass Bielefeld einfacher gewesen wäre, war auch ein Erstligist. Daher, es wäre auch ein Brett gewesen, aber Bayern war natürlich ein ganz anderes Brett. Der Schnee war geschmolzen, die Snow melt away. Die Sonne strahlte, die Sonne was shining. Da war ein fesches Dirndl und sie kam aus dem Freistaat. Sexy girl from Bavaria, yeah. Mit Klunkern am Arm, wow. Sie selber verbannt. Oh yeah. Auf Reise in die Freiheit, schön, dass ihr dabei seid. I and I, lasst ihr Bayern frei. Mix it. Weil ich ein großer deutscher Schlagerfan bin, gefällt mir das Lied natürlich per se schon mal. War natürlich ein Lacher, ne? Irgendwie so, was habt ihr jetzt da gemacht und so weiter, aber irgendwie auch gar nicht so schlecht und so. Ist halt Fußballmannschaft, wurde erstmal komplett zerlegt, das Ding. Aber nee, war geil. Natürlich sind dann auch Sprüche gefallen, dass ihr besser singen als Fußball spielen könnt und macht das doch weiter. Scheißegal, denn wir probieren Alright. Es nächstes Jahr noch einmal. Next year we come.
Bayern-Spiel eben war das dann so aufgebaut, dass dann die CDs eigentlich in den Läden sein sollten und dann war aber der Vertrieb irgendwie komisch und dann hatten wir ein paar tausend CDs irgendwie rumliegen noch und so weiter und sind dann ins Stadion gegangen und haben das vor Ort verkauft. Deswegen sind wir ja nur auf Platz 101 in den Charts gelandet, so wie ich mich erinnere. Aber auch egal, weil 101 ist auch eine super Chartplatzierung. Pokalfinale is a big, big thing. Die Bayern haben es heute mit einem Spaziergang an der Alster bewenden lassen, in Fußwegweite vom Hotel. Sozusagen zum Eingrooven auf den Abend. Das ist das Who is Who des deutschen Fußballs und die fahren alle bald zur WM und wir sitzen vorm Fernseher und gucken zu. Also insofern ist das ein ungleiches Duell. Nein, nein. Ich hab die extra gefragt. Nein, nein. Das weißt du ganz genau. Und der halt am Maul jetzt, lass mich in Ruhe. Klaus Bubke meint es nicht so. Der Zeugwart des Drittligisten FC St. Pauli ist in seinem Element. Heute kommen die Bayern. Die drehen hier alle durch. Bildzeitung, Morgenpost, Abendblatt, alles. Sportbilder, die drehen alle durch. Die tun, als wenn St. Pauli das erste Mal in 1000 Jahren gegen Bayern spielt. Wir haben erste Liga gespielt, haben wir gegen Bayern gespielt. Olympiastadion. Für die Fans ist es das Spiel der Spiele. Nicht nur, weil die Münchner kommen, in einem Pokal-Halbfinale war St. Pauli noch nie. In dem alten Clubheim hatten wir unsere Vorbesprechung und Andi stand dann immer da vorne und hat seine Besprechung gehalten und der spielt und das und so und hier und da. Und in dem Moment fährt der Bayern vor und wir halt alle so rausgeguckt und einer nach dem anderen stieg aus und er merkte das so ein bisschen, wie wir da hingucken und dann sagt, hey, ja, wir sind auch nur, kochen auch nur mit Wasser und ja, hier und Lucio, der denkt auch, er ist der Weltmeister und dann kam der Nächste raus und er ging sie alle durch und dann meldete Jens Schaping sich nur und sagte, Trainer, der ist Weltmeister. Das war aber unser Gegner und der kommt da vorbei und alle guckten so raus. Ich glaube, wenn wir Handys gehabt hätten, hätten die alle gefilmt. Also so vom das wahrzunehmen. Und da habe ich gesagt, was macht ihr denn jetzt? Hier, das sind gleich unsere Gegner. Die steigen gleich auch. Die haben zwei Beine. Mehr haben sie nicht. Der große Gegner läuft ins Millerntor-Stadion ein. Das war schon ein krasser Moment, wirklich, wo du einfach gemerkt hast, dass dieses Spiel einfach alles toppte, was bisher da gewesen war. Und ja, die Zuschauer, Zuschauerinnen wirklich alles rausgehauen haben und das schon weit vor dem Anpfiff. Also hast du wirklich gemerkt, so übertrieben gesagt, heute Abend kannst du sterben. Was soll noch kommen? Diese Atmosphäre ist einzigartig. Das hier ist der Gegenentwurf zu all den hochmodernen Stadien in Deutschland. Keine VIP-Logen, keine Business-Seats mit Popo-Heizung, keine Austern-Buffets. Auch beide Mannschaften trennen ja Welten. Der Gesamtetat von St. Pauli, gerade mal 3,6 Millionen. Damit kann man bei Bayern München einen Spieler bestenfalls finanzieren. Schweinsteiger. Hargreaves, der hat einen guten Schuss. Hollerit, der ist drin. Bayern München führt 1:0. Ah, die Sicht versperrt von Morena und dann flatterte der Ball noch. Einwurf Lechner. Lutz. Riesenchance für Meckle war das. So, nach konzentriertem Bayern-Beginn wurde St. Pauli von Minute zu Minute besser. Wir sind nicht die kleinen Jungs gewesen, die gesagt haben, jetzt gucken wir mal hoch, was ihr alles könnt. Klar, Respekt, aber sie haben es tatsächlich geschafft, so versucht mit offenem Visier dagegen anzugehen. Schulz. Schönes Ding und super Kahn-Parade. Der Kopfball kam von Felix Lutz. Die Flanke von Schulz. Das ist phänomenal. Der springt höher, der Lutz, als Lucio. Ja, wenn ich nach unten drücke, noch ein Stückchen, dann geht er rein. Aber ja, Oliver Kahn war halt zu dem Zeitpunkt damals auch noch ein bisschen angenervt wegen der Geschichte, wegen der WM. Ich glaube, sogar 2-3 Tage vorher kam raus, dass Jens Lehmann im Tor stehen wird und wollte sich dann in dem Spiel auch gleich wieder zeigen, dass er die Nummer 1 in Deutschland ist.
Jetzt muss Boll natürlich cool bleiben, weil Oliver Kahn ihn hier provoziert. Wir kriegen Rempler von hinten und steht Olli Kahn persönlich vor einem. Wo ich sagen muss, ja, ist schon natürlich eine krasse Nummer, wenn er sich vor dir aufbaut. Da habe ich ihm ganz ehrlich eine Brieffreundschaft angeboten in dem Moment. Ob wir nicht nach dem Spiel noch weiter Kontakt halten wollen, hat er den Dank abgelehnt und dann war das Ding eigentlich auch durch. Morena, Lechner. Lutz, die Riesenchance von Meklisch. So allmählich können die Bayern ein paar Kerzen aufstellen, dass es hier noch 1:0 für sie steht. Gepasst, reingepult und das Tor gilt. Das ist die Entscheidung, Pizarro. Und da sehen wir, wie wichtig ihm das ist, Oliver Kahn. Pizarro. Nochmal Pizarro. 3:0. Schwieriges Spiel, weil St. Pauli unglaublich gekämpft hat und läuferisch hier total über sich hinausgewachsen ist. Das tat echt weh, das muss ich sagen, weil wir waren so dicht dran irgendwie. Ich war tief enttäuscht und ich wollte damals den großen Coup schaffen, ich wollte nach Berlin. Ich war überhaupt nicht enttäuscht, muss ich sagen. Also das war eine Sensation, dass sie so weit gekommen sind. Und diese 2,7 Millionen, die wir erhalten haben, haben den Verein tatsächlich auf wirtschaftlich gesunde Beine gestellt. Also wir hatten danach keine relevanten Verbindlichkeiten, Schulden mehr. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich eigentlich die Großzügigkeit im Umgang mit den Verbindlichkeiten auf Seiten der Stadt gewesen ist, die den Verein wirklich gerettet hat. Aber die Pokalserie hat natürlich eine große Rolle gespielt und sie hat ja auch die Relevanz des Vereins für diese Stadt deutlich gemacht. Wir hatten aus einer Rümpeltruppe eine schlagkräftige Truppe zusammen, um Bundesligisten das Fürchten zu bereiten. Und das bleibt mir eigentlich am meisten im Sinne. Und ein Gefühl von unbesiegbar zu sein, was ich davor und danach auch nie wieder hatte. Nicht umsonst sitzt man jetzt 15 Jahre später noch da und erinnert sich sehr, sehr gerne. Und die viele Momente sind noch so unheimlich präsent. Und wenn man die Bilder sieht von uns jungen Wilden, ja, ist einfach wunderschön, dass man dabei sein durfte. Ich glaube, von dieser ganzen Dramaturgie und von der ganzen Serie werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, dass ich einfach mal im Pokal-Halbfinale war, zwei Aufstiege miterlebt habe und dann noch Cheftrainer bin, den hätte ich vermutlich ausgelacht.